Eleven spielt deshalb in London, weil ich glaube, dass Großbritannien und speziell London sich für einen Thriller der Marke Eleven sehr gut eignen. Wir haben Großbritannien als gespaltenes Land, wir haben London, wenn man es runterbricht, auf Großbritannien als einen Mikrokosmos, der genauso gespalten ist. Wir haben eine Spaltung zwischen Gesellschaft und Politik, die jetzt gerade im Brexit offen zutage getreten ist. Und es gibt einen Satz, dass Politik genutzt werden kann, um Menschen in Angst zu versetzen, um sie gegeneinander aufzustacheln. Und das haben wir in den letzten Monaten und Jahren auch in Großbritannien erlebt. Und deswegen habe ich mich für London als Schauplatz für Eleven entschieden. Und letztendlich ist es ein Schauplatz, an dem man wunderbar transportieren kann, wie Politik und Gesellschaft auch gegeneinander arbeiten, wie die Gesellschaften untereinander gegeneinander arbeiten und wie wir letztendlich in eine Situation kommen, in der wir uns fragen müssen, wie viel von den Vorurteilen, die wir automatisch in unserem Leben aufnehmen, sind Realität und wie viel sind eigentlich nur beeinflusst durch Menschen, die genau das erreichen wollen, nämlich Angst zu verbreiten und Menschen gegeneinander aufzustacheln. Damit setzt sich Eleven auseinander und da ist für mich persönlich London der richtige Standort für.